Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Theiss und mein Partner, mit dem ich das Projekt gemacht habe, ist Mathieu Joran. Wir haben uns die Fahrraddiebstähle in Berlin von 2020 bis 2021 angeschaut. Und zunächst stellen wir uns euch den Datensatz vor und machen dann eine deskriptive Analyse. Die Methoden, die wir angewandt haben, ist zum einen die Regression, dann das K-Nearest Neighbor Modell und dann auch noch eine Heatmap. Und als vorletztes kommen die Quellen und zum Schluss eben noch ein kurzes Schlusswort. Erstmal ein paar allgemeine Fakten über den Datensatz. Der Datensatz beschreibt die Fahrraddiebstähle in Berlin vom 01.01.2020 bis zum 19.10.2021. Er hat in der Rohdatei 36.849 Zeilen mit Überschriften und setzt sich aus 11 verschiedenen Spalten zusammen, wo wir auch nochmal spät auf der nächsten Folie drauf eingehen werden. Und allgemein kann man erstmal sagen, dass er Berlin in einzelne Bereiche gliedert, die sogenannten LORs oder auch lebensweltlich öffentliche Räume. Unsere erste Spalte gibt das Datum an, an dem der Fahrraddiebstahl bei der Polizei dokumentiert wurde. Die nächsten vier sind für die Eingrenzung des Tatzeitraumes vorhanden. Das heißt, dass der erste Fahrraddiebstahl von 14 Uhr am 2.1. bis um 10 Uhr am nächsten Tag stattgefunden hat. Die LOR bestehen für lebensweltlich orientierte oder öffentliche Räume und grenzen Berlin in einzelne Bezirke ein. Die Schadenshöhe gibt den Wert des entwendeten Fahrrads an. Versuch gibt an, ob es sich hierbei um einen versuchten Diebstahl handelt oder nicht. In der nächsten Spalte wird die Art des Fahrrads angegeben. Dabei ist anzumerken, dass auch mehrere Fahrräder geklaut sein können und die Bezeichnung dafür ist diverse Fahrräder. Delikt gibt an, ob es sich hierbei nur um einen Fahrraddiebstahl oder sogar um einen Kellereinbruch handelt. Bei einem Kellereinbruch sind in der Schadenshöhe auch weitere Gegenstände, die geklaut sind, mit enthalten. Der Fassungsgrund unterteilt die Diebstähle in schwere und leichte. Bei einem schweren Diebstahl wurde eine Sicherheitsvorrichtung wie ein Schloss gewaltvoll entfernt. Bei einem leichten Diebstahl war das Fahrrad nicht gesichert. Zunächst haben wir uns erstmal die Summary in R uns angeschaut und wie man direkt erkennen kann, handelt es sich bei unserem Datensatz nur oder fast ausschließlich um kategorische Merkmale. Nur bei der Schadenshöhe, unser einziges stetige Merkmal, kann man halt eben erkennen, dass sich der Durchschnitt dort auf 815 beläuft. Der Median liegt bei 599 und daran kann man ja schon erkennen, dass mehr als die Hälfte der Schadenshöhe unter dem Durchschnitt liegt und sogar weitaus mehr dann eben noch. Und auch das erste Quartil und dritte Quartil liegt bei 365 und 979. Das deutet halt eben schon an, dass ein Großteil der Daten wirklich im unteren Bereich sich anhäuft. Und der Maximalwert bei 9615. Da haben wir uns erst gedacht, dass es sich hierbei um einen Ausreißer handelt. Allerdings können halt eben Fahrräder auch so teuer sein, zum Beispiel E-Bikes oder Rennräder. Und außerdem ist ja auch noch zu erwähnen, dass der Delikt auch ein Kellereinbruch sein kann. Das heißt, dass halt eben auch noch andere Gegenstände dazu zählen können. Und deswegen kann diese Summe von 9615 zustande kommen, obwohl es wirklich fast 11 Standardabweichungen über dem arithmetischen Mittel ist. Weiter geht's mit der Datenmanipulation. Auf den ersten Blick musste man nicht viel aufbereiten, weil wir keine fehlenden Werte zum Beispiel hatten. Jede Spalte war gefüllt. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Als wir das aber genauer angeschaut haben, haben wir bemerkt, dass es Einträge gab, wo die Schadenshöhe auf 0 Euro, 1 Euro, 2 Euro und auf 3 Euro war. Also auf sehr, sehr unrealistische Werte für ein Fahrrad. Und Versuch war auf Nein, das heißt, das Fahrrad wurde gestohlen. Das kann ja nicht sein, dass ein Fahrrad gestohlen wurde und die Schadenshöhe nur bei 0 Euro liegt. Deswegen haben wir die Einträge dann eben aus unserem Datensatz gelöscht. Bei Versuch haben wir auch ein paar Einträge gehabt, wo statt Nein oder Ja unbekannt stand. Die haben wir dann eben auch durch Nein ersetzt, wenn es eine Schadenshöhe gab. Also
wenn eine Schadenshöhe entstanden ist, dann wurde ja ein Fahrrad geklaut. Dann ist es nicht unbekannt, sondern dann wurde ein Fahrrad geklaut. Deswegen haben wir Nein eingesetzt. Zusätzlich haben wir für unsere Heatmap Latitude, Longitude, North, East, South und West hinzugefügt. Das sind alles Koordinaten. Die ersten zwei Latitude und Longitude beschreiben die Mitte von einem LOR. Die restlichen beschreiben die äußeren Koordinaten. Die haben wir per Google API uns in unseren Datensatz eingefügt. Jetzt fragt man sich natürlich, was haben wir durch unsere Datenmanipulation erreicht? Wie man sehen kann, hat sich die Zeilenanzahl von 36.848 auf 36.414 Zeilen reduziert. Und leider kann man eben diese Veränderung wieder nur an der Schadenshöhe gut erkennen, da es sich halt eben nur um unser einziges stetige Merkmal handelt. Der Durchschnitt ist um 9 erhöht worden, weil wir halt eben diese ganzen unteren Einträge von 0 bis 3 Euro gelöscht haben. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass der Median bei beiden Summaries gleich ist bei der Schadenshöhe. Das haben wir uns so erklärt, dass halt bei 36.848 ist ja der Median bei 18.424. Und jetzt halt eben noch ein bisschen geringer wegen der niedrigeren Zeilenanzahl. Und dass eben in der Mitte genau sehr viele Einträge mit 599 sind. Und das haben wir auch nachgeschaut und das stimmt auch. Und das kann auch gut sein, da eben die meisten Fahrräder so um den Dreh 400 bis 700 Euro kosten. Bei diesem Plot haben wir die Einträge nicht in Relation zur Zeit, sondern in Relation zum Ort, also zu den LORs, angeschaut. Und man erkennt hier an der linken Statistik auch schon ziemlich klare Sachen. Zum Beispiel, dass es sehr starke Ausreißer gibt. Es gibt nämlich LORs, wie ungefähr in der Mitte der Statistik, die ganz, ganz niedrig sind, wo es fast gar keine Fahrraddiebstähle gibt. Und man sieht aber auch ganz klar die Ausreißer mit bis zu 466 Einträgen in diesen fast 2 Jahren. Auf der rechten Seite haben wir das nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht. Da sind nur die Top 20 LORs mit den meisten Fahrraddiebstahl-Einträgen eben visualisiert. Man sieht aber auch da ganz klar, dass es einen ganz klaren Spitzenreiter mit 466 Einträgen gibt. Jetzt haben wir uns den Datensatz natürlich deskriptiv angeschaut und den Datensatz bereinigt. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir überhaupt herausfinden möchten. Und da haben wir uns zuerst die Frage gestellt, ob wir anhand der gegebenen Daten die Art des geklauten Fahrrads hervorsagen können. Die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ob wir die Anzahl der Diebstähle für die Zukunft hervorsagen können. Da müssen wir uns noch entscheiden, ob wir es nach einem Monat hervorsagen wollen oder nach dem Quartal oder vielleicht sogar nach der Woche. Das werdet ihr dann in der späteren Präsentation erfahren. Dann haben wir uns gefragt, ob wir eine Korrelation zwischen zwei Attributen feststellen können und ob wir mit Hilfe von Clustering weitere Gruppen erkennen können. Allerdings muss man jetzt schon sagen, dass wir sowohl bei der Korrelation als auch beim Clustering keinen wirklichen Sinn gesehen haben, da wir eben fast nur kategorische Merkmale besitzen und deswegen eine Korrelation sehr wenig Sinn macht, beziehungsweise fast gar nicht möglich ist. Und beim Clustering ist es auch nicht sehr sinnvoll, da wir eben schon diese klare Gruppeneinteilung haben von den LORs beziehungsweise von der Art des Fahrrads, sodass wirklich weitere Gruppen, die wir nicht sehen, nicht wirklich erkannt werden können. Die letzte Frage, die wir uns noch gestellt haben, ist, in welchen Teilen von Berlin die meisten Fahrräder gestohlen werden. Die erste Frage, die wir beantworten, ist, ob wir die Anzahl der Diebstähle für die Zukunft hervorsagen können. Geeignet für diese Art von Fragen ist die Regression. Sie hilft uns nämlich, Zusammenhänge zwischen der Zeit und der Anzahl der Einträge feststellen zu können. Vorneweg kann man schon sagen, dass uns die Verarbeitung des Datums am schwierigsten gefallen ist, da wir nicht wussten, ob wir das Datum mit Dummy-Variablen oder mit einer anderen Methode einlesen sollten.
Schließlich haben wir uns dazu entschieden, anstatt den Dummy-Variablen die Daten in KW, also Kalenderwochen, aufzutrennen. Das Problem, was zunächst dabei aufgetreten ist, war, dass im neuen Jahr die Kalenderwoche wieder bei 1 angefangen hat. Wenn wir das so übernommen hätten, würden die beiden Jahre als ein Jahr zählen, weil die X-Werte doppelt belegt werden. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach die Kalenderwochen ab dem 01.01.2021 weiterzählen. Das Ganze kann man auch gut anhand der Grafiken rechts sehen. Auf der oberen Grafik hat die Kalenderwoche im neuen Jahr wieder bei 1 angefangen und nachdem wir das Problem gelöst haben, sieht man auf der unteren Grafik, wie die KWs weitergezählt werden. Hier kann man den Code sehen, den wir für die lineare Regression geschrieben haben. Zunächst haben wir den Datensatz mit der Anzahl der Einträge pro Kalenderwoche über 2 Jahre eingelesen. Danach haben wir X und Y zugewiesen und anschließend unser lineares Regressionsmodell geplottet. Nun kommen wir zur Auswertung der Ergebnisse der linearen Regression. Man kann aus der Tabelle herauslesen, dass unser Modell eine Genauigkeit von 91% hat, was gut ist, und auch die Errorquote liegt nur bei 8%. Und außerdem sieht man, dass der Koeffizient, also die Kalenderwoche, die Anzahl der Einträge stark beeinflusst, denn der Wert des Koeffizienten liegt bei 389. Hier sehen wir nun den Plot, der erstellt wurde. Die X-Achse ist die Anzahl der Kalenderwochen ab dem 01.01.2020 und die Y-Achse beschreibt die Anzahl der Einträge und somit die Anzahl der Diebstähle in der jeweiligen Woche. Bis zur 40. Woche steigt die Anzahl der Diebstähle pro Woche linear und sinkt bis zum Jahresende wieder stark. Es nimmt aber ab dem neuen Jahr wieder relativ linear zu. Und unser Datensatz hört auf, bevor es nach dem Muster wieder voraussichtlich sinken sollte. Und diese lineare Regression sieht nach diesen Daten natürlich erstmal realistisch aus. Allerdings kommen wir nun zum Problem. Die X-Achse stimmt zwar, also die stimmt. Allerdings haben wir bemerkt, dass die Y-Achse einen Wert beschreibt, den wir weder verstehen noch irgendwie zuordnen können. Zum Beispiel sind in der 95. Kalenderwoche mehr Einträge als bei unserem Datensatz insgesamt. Denn bei 95 sind wir hier bei ca. 36.000, 37.000 und unser ganzer Datensatz hat ja 36.414 Einträge. Und ja, die einzig logische Erklärung dafür ist, dass wir bei der Erstellung des Datensatzes für die Kalenderwochen und Anzahl der Einträge einen Fehler gemacht haben. Trotz dieses Problems haben wir dennoch versucht, anhand diesem Regressionsmodell eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen, um das Modell anwenden zu können. Und bei einer Prediction von der 100. KW kam die Anzahl von 38.953 Einträgen heraus. Das kann man auch an der Grafik von der letzten Folie gut sehen. Da sieht man, dass die Linie der linearen Regression bei circa 38.000 oder 39.000 sein wird bei der Kalenderwoche 100. Und des Weiteren haben wir eine Korrelation von 0,846 zwischen der Kalenderwoche und der Anzahl der Einträge erkannt, die uns sagt, dass die Menge von Fahrraddiebstählen auch in den kommenden Jahren durchschnittlich zunehmen wird. Und ich meine, das ist ja auch logisch, wenn die Anzahl der Kalenderwochen immer weiter steigt. Obwohl die Ergebnisse so gesehen falsch sind, weil es ja einen Fehler in der Y-Achse gibt, haben wir dies trotzdem mal ausgewertet. Wir können sagen, dass die Anzahl der Diebstähle Ende des zweiten und vor allem im dritten Quartal stark zunimmt. Und gleichzeitig kann man erkennen, dass sie im ersten und vierten Quartal deutlich geringer ist. Kommen wir nun zu unserer Endeinschätzung. Wir denken, dass die Verteilung von Fahrraddiebstählen in Abhängigkeit zur Zeit von Anfang 2022 bis Ende 2023 durchschnittlich steigen und gleichzeitig das Muster beibehalten wird. Kommen wir zu unserer nächsten Fragestellung. Diese war: Können wir anhand der gegebenen Daten die Art des geklauten Fahrrads hervorsagen? Die Lösung, was wir uns überlegt haben, ist ein KNN-Algorithmus. Für die Uneingeweihten unter uns, rechts unten sieht man eine kleine Skizze davon.
Im Grunde genommen, die grünen und die roten Punkte sind alles Einträge. Jetzt kriegt man einen neuen Punkt dazu, nämlich den grauen. Dann schaut man sich die k-nächsten Nachbarn an, deswegen heißt es auch so, und anhand dessen entscheidet man, okay, weil es in der Nähe von den grünen Punkten ist, sollte der graue Punkt auch als grüner Punkt klassifiziert werden. Das sollte bei uns genauso funktionieren, bloß nicht nach Farbe, sondern eben nach Art des Fahrrads. Hier sieht man unseren ersten Versuch an einem KNN. Wir haben es in der Programmiersprache R versucht. Wir haben alle Libraries geladen, wir haben unseren Datensatz eingelesen und was uns danach direkt aufgefallen ist, dass wir nicht alle Spalten benutzen konnten. Wir konnten nur Law und Schadenshöhe als sozusagen die bestimmenden Variablen einsetzen und die zu bestimmende Variable war ja schon durch die Fragestellung festgelegt, eben Art des Fahrrads. Wir haben mehrere echt viele Methoden versucht und echt lange damit verbracht, herauszufinden, wie wir die restlichen Variablen einsetzen können, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Später dazu mehr. Natürlich ist es nicht optimal, wenn wir nicht alle Variablen einfügen können, die wir wollen, aber zumindest ist unser Code durchgelaufen. Man sieht rechts einen Teil vom Ergebnis. Es wurde echt oft nach Damenfahrrad und Herrenfahrrad geraten, was eigentlich ziemlich gut ist, weil in unserem Datensatz Damenfahrrad und Herrenfahrrad am öftersten vorkommen. Das ist hier sehr gut auch dargestellt. Also die Grundidee hat unser KNN verstanden. Kleine Zusatzinfo am Rande. Im Code sieht man, dass K bei 180 ist. Das haben wir nicht willkürlich gewählt. Das haben wir in Python eben ausprobiert und die beste Genauigkeit ist bei 180. Den Code dafür zeige ich aber dann nachher. Links sieht man dieselbe Statistik, die auf der vorherigen Folie schon drauf war, wo angezeigt wird, wie oft unser Algorithmus nach welcher Fahrradart geraten hat. Und auf der rechten Seite sieht man eine kleine Aufzählung davon, wie viele Fahrräder es tatsächlich in unserem Datensatz gibt und welche Sorte eben. Links sieht man, dass Damenfahrrad echt oft geraten wurde, was auch gut ist, wenn man es rechts vergleicht. Es gibt 11.000, etwa 11.000 Damenfahrräder, also das ist schon gut, dass es danach rät. Der große Balken in der Mitte ist Herrenfahrrad. Wenn man rechts guckt, Herrenfahrrad, 16.000 Einträge von 36.000, das ist schon eine ziemlich gute Quote. Also nur vom Sehen her sieht das relativ gut aus. An dieser Tabelle kann man aber erkennen, dass unser KNN weit von perfekt ist. Die Zeilen beschreiben den Testdatensatz, die Spalten beschreiben, was unser Algorithmus geraten hat. Die grün markierten Zellen sind richtig geraten worden und die roten sind die größten Fehler. Man sieht, dass der KNN nur nach Herrenfahrrad und Damenfahrrad geguesst hat. Es liegt daran, dass die meisten Einträge die zwei Arten sind. Wie leicht zu erkennen ist, werden viele Damenfahrräder als Herrenfahrräder wie andersherum klassifiziert. Zusätzlich werden viele Fahrräder als Herrenfahrrad geraten, was falsch ist. Man sieht also, dass unser KNN sehr ungenau ist. Wir haben uns aber nicht arg entmutigen lassen. Wir haben uns Hilfe bei Frau Rutschenreuter geholt. Mit ihrer Hilfe und mit ihrem Code konnten wir dann auch die anderen Variablen aus dem Datensatz einlesen. Hier sieht man den Code dafür. Das ist die Tabelle, die dann ausgegeben wird. Die ist gleich aufgebaut wie bei dem ersten Versuch, ist aber jetzt etwas unübersichtlicher, da die Namen der Fahrräder durch Nummern ersetzt wurden. Die relevanten Einträge sind 1 als Damenfahrrad, 3 als Fahrrad und 4 als Herrenfahrrad. Auf den ersten Blick kann man schon erkennen, dass die Summe der falsch geratenen Einträge, die roten, höher ist als die Summe der richtig geratenen Einträge. Besonders sticht dasselbe Muster hervor wie bei dem ersten Versuch, dass Herren- und Damenfahrräder verwechselt werden, sichtbar an diesen 4 Einträgen. Es werden zwar auch andere Fahrradarten richtig geraten, wie Fahrrad als Fahrrad bei 3,3. Es werden aber auch etwa 500 mehr Damenfahrräder als Damenfahrräder eingestuft. Dafür werden fast 1800 Herrenfahrräder weniger richtig klassifiziert. Man sieht also, beide Methoden haben Vor- und Nachteile, trotzdem sind beide sehr ungenau. Hier sieht man unseren Code in Python, was wir eben versucht haben. Hier haben wir auch dasselbe Problem gehabt, dass wir unsere kategorischen Variablen nicht wirklich in unseren Algorithmus reinfüttern konnten. Wir saßen echt lange da dran, haben verschiedenste Methoden ausprobiert und das ging einfach nicht. Aber wir zeigen das Ergebnis trotzdem mal.
Das hier ist das Ergebnis von unserem Python-Code. Links sieht man ein Diagramm, was die Genauigkeit unseres Modells in Relation zu den gewählten k anzeigt. Zwischen 0 und 50 steigt die Genauigkeit fast senkrecht an, verflacht aber bei etwa 45% Genauigkeit wieder. Den Höhepunkt erreicht es bei 45,6%. Höher sind wir leider nicht gekommen, egal wie wir den Random State, den Training Test Split oder k gesetzt haben. Rechts sieht man dieselbe Information, nur in Tabellenform. In Python ist unser k-Nennen auch nicht aussagekräftig. Jetzt kommen wir wieder zu was Interessanterem. Was ist die Erklärung für die schlechte Leistung des Modells? Da unten sieht man, es gibt deutlich mehr Herrenfahrräder und Damenfahrräder in dem Datensatz als zum Beispiel Fahrräder, diverse Fahrräder, Mountainbikes oder Rennräder. Und einfach nur, wenn man das anschaut, weiß man schon, unser KNN wird wahrscheinlich nicht genau sein, weil es einfach so viel mehr von der einen Variable gibt als von der anderen, dass es automatisch natürlich nach der Variable rät, was am öftesten vorkommt. Zusätzlich dazu haben wir noch zwei Probleme. Einmal, das Delikt kann ja Fahrraddiebstahl oder Kellerdiebstahl sein. Bei einem Kellerdiebstahl kommt bei der Schadenshöhe nicht nur, wie viel das Fahrrad gekostet hat, sondern auch noch andere Sachen dazu, die aus dem Keller mitgenommen wurden, wie zum Beispiel ein Akkuschrauber oder ähnliches. Das erhöht den Preis von den Fahrrädern dann eben wieder. Und deswegen verwirrt es unser KNN. Bei Art des Fahrrads gibt es nochmal eine andere Variable, die diverse Fahrräder heißt. Das kann man sich so erklären, dass mehrere Fahrräder in demselben Diebstahl gestohlen wurden. Das zerstört unseren Datensatz eben noch mehr, weil da nicht angegeben ist, welche Art von Fahrrädern geklaut wurden, wie viele überhaupt und wie viel die einzelnen gekostet haben. Da steht dann nur, mehrere Fahrräder wurden geklaut in der insgesamten Höhe. Das stört unser Algorithmus natürlich auch. Leider muss man an der Stelle auch anmerken, dass die Schadenshöhe nicht wirklich eine super aussagekräftige Variable ist. Aus den vorherigen Folien weiß man ja vielleicht noch, dass die Herrenfahrräder und Damenfahrräder am meisten in dem Datensatz vorkommen und es wahrscheinlich ziemlich schlau wäre, die zu erraten, dann hätte man schon eine recht hohe Genauigkeit. Man sieht jetzt aber, dass die Herrenfahrräder und die Damenfahrräder lediglich um ein paar hundert Euro auseinander liegen und es echt schwer ist, sie anhand der Schadenshöhe zu unterscheiden. Das erklärt auch, warum bei den ganzen Tabellen, die ich vorhin gezeigt habe, unser KNN-Modell immer die Damenfahrräder als Herrenfahrräder klassifiziert hat und auch andersrum. Kommen wir zum Fazit von unserem KNN. Es hat leider nicht ausreichend gute Ergebnisse geliefert, obwohl wir die richtigen Methoden, die theoretisch richtigen Methoden angewendet haben. Es liegt, wie besprochen, hauptsächlich am Datensatz. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätten wir jetzt noch versucht, den Datensatz in kleinere Teile unterzuteilen, vielleicht nur die Kellerdiebstähle anzuschauen, vielleicht nur die Fahrraddiebstähle anzuschauen, vielleicht nur zwischen Herrenfahrrad und Damenfahrrad zu unterscheiden. Aber weil wir so lange gebraucht haben, um überhaupt die Variablen in unseren Kanon einzufügen, haben wir leider nicht die Zeit dazu gehabt. Wir können aber klar sagen, Stand jetzt können wir anhand der gegebenen Daten nicht erraten, welche Fahrradsorte eben geklaut wurde. Falls ihr euch noch erinnert, war eins unserer Fragen, ob wir irgendwie darstellen können, in welchem LOR, also wo in Berlin, die meisten Fahrräder geklaut werden. Dazu haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie wir das darstellen können. Unsere Probleme waren, dass wir die Koordinaten von den LORs gebraucht haben, damit wir es akkurat auf einer Karte darstellen können. Wir brauchen auch die Karte von Berlin als Hintergrund sozusagen, damit wir diese Karte eben mit den Koordinaten versehen können. Und wir brauchen auch die Anzahl der Einträge pro LOR und die müssen wir dann mit den Koordinaten verbinden. Unsere Lösung war für das erste Problem, wir nehmen die Google API, um die Daten abzufragen. Das war recht einfach und simpel. Dann haben wir uns überlegt, einfach einen extra Datensatz zu erstellen, damit wir da die LOR in einer Spalte haben können, dann die Anzahl und dann können wir die Koordinaten noch dahinter einfügen, dann können wir mit GeoPoint das recht leicht auf der Karte eben darstellen. Hat auch funktioniert, aber dann haben wir bemerkt, okay, das ist ein bisschen unübersichtlich, zwei Datensätze zu benutzen, dann haben wir die extra Spalten
alles in den großen Fahrraddiebstahl-Datensatz wieder eingefügt und seitdem benutzen wir Geom Density, um das darzustellen. Jetzt überfliege ich ganz kurz den Code, den wir dazu geschrieben haben. Hier sieht man sozusagen die Grundlagen. Hier haben wir die ganzen Libraries geladen. Wir haben eingegrenzt mit diesem Let Bottom, Let Top und so weiter. Haben wir eingegrenzt, wie groß die Karte sein sollte, also wo eben Berlin überhaupt ist. Und ja, mit ggmap Berlin konnte man dann unsere Version von Berlin eben drucken. Was man bei dem Code nicht vergessen darf, ist, dass man seinen Google Key registrieren muss, damit man eben die Daten auch abfragen kann. Hier haben wir die zwei Datensätze eingelesen. Einmal den Fahrraddiebstahl-Datensatz, wo alle Daten drin sind, und einmal den LOR-Datensatz, wo wir sozusagen nur die LORs und die Anzahl haben wollen und dann zusätzlich noch danach die Koordinaten einfügen wollen. Nach dem zweiten Kommentar sieht man den Code, womit wir die Anzahl der Einträge pro LOR in den LOR-Datensatz eingefügt haben. Nach dem dritten Kommentar sieht man eben, wie wir aus dem Google API die Koordinaten extrahiert haben. Nachdem wir das hatten, haben wir die LOR-Begrenzungen in die Datei eingefügt. Eben diese oberste Punkt, tiefster Punkt, rechts und links, die Begrenzungen. Ich habe da auch ein Try-Catch in den Code eingebaut, weil es manche LORs gab, wo Google die Koordinaten nicht gefunden hat. Deswegen fehlen uns auch 11 Koordinatenwerte im Datensatz. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich es gespeichert und im späteren Verlauf unseres Projekts habe ich dann das alles wieder in den großen Datensatz eingefügt, damit wir Übersicht haben und besser damit arbeiten können. Hier sieht man das Endergebnis unserer Datenbeschaffung. Man sieht klar, wir haben geschafft, was wir wollten. Wir haben einen großen Datensatz mit allen Daten drin. Ja, wie gesagt, es gab das kleine Problem, dass 11 LORs nicht erkannt wurden und da es keine Koordinaten dazu gibt bei Google. Aber das ist ja auch offensichtlich. Interessanterweise gab es die Koordinaten nur bei Latitude und Longitude nicht, also bei dem Mittelpunkt des LORs. Die seitlichen Begrenzungen waren aber trotzdem gegeben, also konnten wir damit trotzdem umgehen. Ja, hier sehen wir die Map, so wie wir sie eigentlich geplant hatten. Wir wollten eigentlich ursprünglich die LORs mit Hilfe dieser Umrisse darstellen und je nach Anzahl der Einträge halt eben diesen Bereich, dieses LOR, nach der Stärke der Anzahl der Einträge färben. Allerdings war das nicht möglich, da wir eben nur die X- und Y-Koordinaten, also Long und Latitude, ausgeben lassen konnten von der Google API und diese Umrisse halt eben einfach nicht darstellen konnten. Kommen wir jetzt zur Visualisierung der eigentlichen Map. Hier kann man den Code für die Visualisierung sehen. Das habe ich einfach mit ggmap und geomDensity gemacht. Das hier ist die Karte, die dann tatsächlich rausgekommen ist. Wir sollten es ja auch gleich interpretieren. Man sieht ganz klar in der Mitte von Berlin den hellsten Punkt auf der Heatmap. Das heißt, da werden die meisten Fahrräder gestohlen. Wir haben uns das so erklärt, dass das der Ort in Berlin ist mit der höchsten Menschendichte. Das ist ziemlich plausibel. Dann sieht man, wenn man genau hinschaut, so einen kleinen Gürtel um diesen Mittelpunkt von Berlin, wo wieder weniger Fahrräder gestohlen werden. Und dann außerhalb von diesem Gürtel sieht man dann wieder, dass die Fahrraddiebstähle wieder zunehmen. Das könnte man vielleicht auf die Menschendichte genauso zurückführen. Es kann aber auch andere Gründe haben, die wir nicht entdeckt haben. Überraschenderweise befindet sich das LOR mit den meisten Einträgen nicht in der Mitte von Berlin, sondern man sieht rechts unten Treptow. Da ist es. Hier sieht man eine Nahaufnahme von Alt-Treptow, dem LOR mit den meisten Einträgen. Man kann sich das deswegen erklären, weil da ein Fluss ist und Boote. Das ist natürlich eine Touristenattraktion. Direkt daneben ist ein Park. Da kann es schon mal sein, dass Leute ihre Fahrräder abstellen, vergessen abzuschließen und jemand nimmt es mit. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir aus unseren Ergebnissen von der Heatmap mit?
Wir nehmen mit, dass die Anzahl von Fahrraddiebstählen besonders im Zentrum von Berlin deutlich höher ist. Das heißt, dass man sich im Zentrum von Berlin lieber zu Fuß bewegen sollte und das Fahrrad lieber zu Hause lassen sollte. Und allgemein ist auch das Abstellen von Fahrrädern in Parks sehr risikoreich, da vor allem in LORs mit Parks die meisten Fahrraddiebstähle stattfinden. Und genau, allgemein sollte man auch darauf achten, dass man keine teuren Fahrräder überhaupt in die Innenstadt mitnimmt, sondern wenn überhaupt ein Fahrrad nimmt, was sowieso keiner haben möchte und es wahrscheinlich auch nicht schlimm wäre, wenn man es verliert. Und das hier ist der Abschluss von unserem Video. Hier sieht man den durchschnittlichen Berliner und wie er mit seinem Fahrrad umgeht. Zu guter Letzt möchten wir uns noch für die manchmal schlechte Mikrofonqualität entschuldigen und uns bedanken, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.